So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe mir mal wieder den Dommel dabei geholt. Guten Tag auch nochmal. Es ist elendig warm und trotzdem am Regnen und trotzdem schwül und trotzdem alles eklig. Ja, und Gewitter. Wir gucken uns heute an den Kevin mit Maverick gegen den Julian mit Monomet Pros. Ja, ich glaube, Julian wollte da mal probieren, ob die Liste auch im Legacy rennt, ne? Ne, ein paar Karten hat er aus dem Legacy verändert. Die Unterschiede zwischen Monomet Pros im Legacy und Monomet Pros im Modern ist nicht groß. Ja, okay, da hat er die Anpassung gemacht. Ja, wahrscheinlich genau. Chain Lightning rein und so. Nee, noch nicht mal. Die spielt nicht mal. Nee, also du hast einfach nur den Fire Blast, glaube ich. Die vier Fire Blasts sind, glaube ich, der große Unterschied in dem ganzen Deck. Wow. Ja, ansonsten Maverick hier mit der Dark Depths Liste und einem Schwarz Splash. Stimmt. Tatsächlich. Ist ja Dark Maverick. Genau, es ist Dark Maverick. Und beide auf einem Mulligan. Der Dark Maverick war schön mit Deathroid. Ja. Damals. Das ist eine große Wunde, die du aufreißt von allen Maverick-Spielern. Ja, mache ich auch gerne. Mhm. Ansonsten vom Matchup her glaube ich tatsächlich, dass Monorail Pros eigentlich ein bisschen favored ist. Ja. Weil du von der Geschwindigkeit her wesentlich schneller spielt bist. Spielt der Gutshot und sowas? Genau, Gutshot, ja, okay, dann Labadard, ist der definitiv Soulscar Mage. Ja, dann finde ich den echt favored. Ja. Ich denke auch tatsächlich. Es sei denn, er macht natürlich so einen Start. Mit Mountain Go ist natürlich nicht das, was Monomet Pros denkt. Nee, das ist nicht so wirklich geil. Und wahrscheinlich Turn 2 in Eidolon kommen. Eidolon kannst du da doch nicht spielen. Ach, kein Burn. Ja, jetzt Burn. Muss man wirklich komplett umdenken, weil viele denken dann, ja, Monored ist halt dann automatisch Burn, aber das ist halt ein komplett anderes Deck. Ja, ja. Hyrax. Once Upon a Time hat ein Us gefunden. Der Us ist schon nicht schlecht. Oh, Lava Dart in Hyrax. Gut gesehen. Aber der Us ist natürlich schon eklig mit dem Fressen und dem Leben kriegen. Ja, Life Game. Am Go. Ja, das will man wirklich nicht machen. Nee, schön ist das nicht. Ansonsten hier für 2 jetzt. Außer er spielt halt defensiv, ne? Ja, aber ich glaube, als Monomet Pro-Spieler willst du hier einfach nur noch ins Gesicht halten. Ja, stimmt auch wieder, ne? Ja. End of the Lightning Bolt dich. Sehr schön. Ja, die Maverick-Liste auch ohne Talia tatsächlich. Echt? Ja. Wow. Weil es auch mit Oath of Ghouls spielt und dem Hund. Ach, dem, ja, ja, genau. Boah, den hätte er. Oh. Vielleicht weiß Julian nicht so ganz, was er davon halten soll. Ja, ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, aber es scheint auch einfach nichts auf der Hand zu haben. Das ist der Nachteil natürlich, dass wir dort aufgenommen haben, wo wir aufgenommen haben. Ja, man sieht keine Hände. Genau, man sieht halt keine Hände. Es ist halt kein normaler Tisch, an dem wir aufgenommen haben. Oh, das ist. Da will man noch drauf reagieren und dann noch versuchen, möglichst viel wegzuschießen. Nee, man lässt durch. Also gegen den guten Safekeeper kann man halt zwei Möglichkeiten fahren. Man kann halt entweder fahren, dass man halt jetzt nichts mehr auf Kreaturen schießt. Ja, oder halt alles. Oder halt eben alles, damit man ihn halt zum Länder wegopfern. Ja, Upraid, Mainboard. Boah. Also ich habe Monorail Pros noch nie gesehen, muss tatsächlich sagen, die Liste sieht echt witzig aus. Ist tatsächlich eine Budget-Legacy-Liste. Das Ding ist für $79, glaube ich, auf MTG Goldfisch-Liste. Ja. Also $80. Also billiger als Burn. Ja, viel billiger, weil du hast halt keine Fetchländer und keine den dann hast einfach nur straight up Mountains drin. Hm. Ist keine Eidolons, keine Goblin Guides, keine Tauren Garten. Aber. Auch keine Kreaturen. Ach, keine Kreaturen. Das ist halt gerade in dem Matchup nicht so geil. Wurde auch ein Land geopfert. Die Frage, ob man hier jetzt einen Mountain hätte opfern können, einfach nur um den Lava Dart hinterher zu schießen. Stimmt. Oder ob man das einfach hinnimmt, wie man das sieht. Ja, ist halt die Frage, ne? Mit dem Lava Dart im Friedhof. Oh, 2 Mana. Once Upon a Time. Ja, das ist nicht so gut, also vom 4K. Zum Casten ist das ganz okay. Gutshot. Gutshot und er hat Leben mit Mana bezahlt. Ja, und da geht er dann auch, weil irgendwann ist es dann doch zu viel. Ja, du willst ja jetzt nicht auf ein Land runtergehen ohne Mana Dog, das macht ja gar keinen Spaß. Auf keinen Fall, aber hier sehr, sehr konservativ. Es wäre echt gut, wenn man hier jetzt irgendwie eine Kreatur gehabt hätte und damit hätte angreifen können und so weiter. Julian nur noch mit 2 Handkarten, ne? Ich glaube 2 oder 3. Hm. Das Once Upon a Time hat ein Bayou gefunden, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm. Ja.
Da ist es. Wunderschönes Bar, Jung. Oh. Jetzt. Ja, okay. Safekeeper. Beat für 1. Poke. Ja. 18 Leben müsste das jetzt sein. Und dann go. Also das Matchup scheint sich lange hinzuziehen. Das ist natürlich jetzt die Frage. Ich weiß, dass Badlands in dem Deck gespielt werden. Oh, Soulscar-Mage. Soulscar-Mage, der ist auch gut. Schritt Nummer 1. Finde den Soulscar-Mage. Da hätte man jetzt noch einen Lava-Dart draufschmeißen. Ich finde, man hätte den Lava-Dart schon lange auf diesen diesen 1-1er. Ja, weil der ist einfach super, super strong. Ja, außer er hat hier vor 2 Mountains auf der Hand. Ja, das kann natürlich sein. Oder einen Badlam. Ja. Weil mit den Badlams braucht man die Spells hier am Friedhof. Wasteland. Sehr tote Karte. Das ist ja halt auch so eine ganz geile Karte in dem Matchup. Absolut. Oh. 4 Mana, Green Sun Zenith. Green Sun, kein Green Sun Zenith. Rumsortieren. Was anderes spielen. Doch Green Sun Zenith. Green Sun Zenith. Ja, nein, kein doch, vielleicht. Green Sun Zenith. Sehr schön. Sehr schön. Light. Okay. Und ein relativ dicker sogar. So möchte man das machen, ja. Ist ein 4-4 Knight. Jo. Das Western lässt man jetzt einfach offen, damit man den noch hoch machen kann auf 6-6. Jo. Das klingt solid. Es ist halt jetzt gefährlich, dass man halt die Möglichkeit hat, relativ schnell auf Dark Depths jetzt auch zu gehen mit dem Clean Boot. Okay, das Soulscar-Match ist jetzt halt eklig, weil der -1/-1 Marken macht, ne? Ja, natürlich. Das ist halt schon nicht so verkehrt. Frage ist, inwieweit man das jetzt ausnutzen kann. Land. Ansonsten, von den Burn-Spells her, wüsste ich jetzt nichts, das dem aktuell richtig gefährlich wird. Ja, Doppel-Bold, aber ansonsten. Ja, aber Doppel-Bold macht halt. Ja, Doppel-Bold macht ein bisschen was. Ja, ja. Macht ihn zumindest weg. Zumindest. So ja, wie das macht jetzt gerade aussieht, in der nächsten Runde halt schon nicht mehr. Ja, je nachdem. Also, wenn er jetzt einfach Enttapped und Go sagt, hat er halt einfach Dark Depths an Bord. Mhm. 4 Mana Badlam. Ich würde von Badlam ausgehen. Frage ist, ob man hier jetzt noch für 2 Mount. Nee. Muss man irgendwas abwerfen? Was wird abgeworfen? Ja. Kostet 8. 2, 4, 6, 8. Ja, genau, kostet 8. Dann auf den Response. Auf den ETB. Das hätte man besser lösen können. Man hätte hier hingehen können und hätte das Mana einfach in Pool flatten können. Dann den spielen, dann hätte man für den Badlam einen weniger bezahlen müssen. Und könnte jetzt noch einen Mana-Spells weiterhin benutzen. Stimmt. Ich denke, das ist hier unsauber gespielt gewesen. Ja, okay, die Karte kennt er ja sonst nicht. Ja, genau, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Jetzt muss er halt seinen Knight retten. Das ist ja keine Ausrede. Retten. Oder nicht. Das ist halt schwierig, du gehst dann halt wieder auf 2 Länder runter. Ne? Wenn ich würde wahrscheinlich jetzt einfach hingehen, würde das einfach lassen. Einfach mal gucken, weil der Knight ist ja... Ah nee, der Knight ist 4-4, oder? Der Knight der ist würde 4-4. Dabei sterben, ja. Okay, damit geht der Knight jetzt auf 2-2. Und so hätte man halt immer noch ein rotes Mana im Pool gehabt. Wenn da jetzt ein Bolt oder sowas bei gewesen wäre, hätte man den halt immer noch casten können, was sehr, sehr mächtig gewesen wäre. Hat der ein Land gespielt? Ich glaube ja. Das ist jetzt halt die Frage. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ja, der House Soulscar Mage hat auf jeden Fall einen Pros-Trigger, das heißt, er kann auf jeden Fall vorbeikommen. Ja, ist auf jeden Fall 2-3. Ja, der boxt den Knight halt im Zweifelsfall um. Ja. Wenn Kevin hier einen Landdrop hat, hat er halt immer noch einen Dark Doof in der Rückhand. Das ist halt echt schlecht. Ja. Ja. Lava Dart war Flashback, ne? Genau, für Opfern Mountain. Ja, das macht jetzt hier auch keinen Sinn mehr. Ja, okay, den Flieger wegschießen. Genau, einfach mal den Flieger wegschießen. Aber das ist halt, glaube ich, auch die Gefahr von dem Script Ranger, die Leute sehen nicht, wie stark der ist. Nee, der ist ziemlich, ziemlich krass. Dann aktiviere ich den Knight. Okay, sag das.
Hat Kevin hier vor? Wollte nicht. Ah. Jetzt haben wir einen Pool getoppt. Doch, der war jetzt. Der lag doof, einfach in seinem Turnbau und Go sein. Das kann natürlich auch sein. Der weiß vielleicht nicht, dass man Pros halt keine Wasteland spielt. Oder er hat Angst vor Dead End Gone oder sowas. Genau, halt irgendwas, oder worauf er nicht mehr reagieren kann. Wie heißt das mit Split Second? Sudden Shock. Sudden Shock, ach, gute Karte. Ja. So, da kommt dann das da. Genau. Das wird auf die Hand genommen, der wird enttappt. Dann spielt man das Land wieder aus. Vielleicht hat er auch einfach nur keinen zweiten Landdrop gehabt. Das kann natürlich auch sein. Dass er einfach, also generell nicht ja keinen zweiten, sondern einfach keinen Landdrop hatte. Also keinen für diese Runde. Genau. Dann das könnte halt das erklären, dass er das in seinem Zug machen möchte oder muss, weil er einfach ein Land braucht. Ja, und jetzt wird der Knight halt auch wieder fetter. Ja, der ist ziemlich groß mittlerweile. 1, 3, 4, 5, 6, minus 2 durch 4, 4. Ja, das ist schon nicht verkehrt, wenn du überlegst, dass da 4 minus 1 minus 1 mal drauflegen, das ist schon ganz okay. Genau, dann zieht man das Mana da raus. Krab, krab, knack, knack, Legendary Rule. Genau, copied. Wird zu einer Kopie. Ohne Marken. Ohne Marken. Die Frage ist, concedet man hier als Monarch Pro-Spieler? Oder verlässt man sich darauf, dass man im Soulscar Mage 4 Damage auf den Marit Lage schießen kann, um einen weiteren Turn zu gewinnen? Das stimmt allerdings. Das ist echt eine Frage. Aber du kannst den ja immer noch nicht ganz klein. Das ist das Problem. Ja, okay, weiß ja nicht, was Julian jetzt gerade in der Hand hat. Ne? Ja, genau. Also 14 Damage sind für das Moonred Pros halt auch machbar. Mhm. Auf der anderen Seite kann der Marit Lage halt auch einfach blocken. Ja, genau. Das ist halt genau das Problem. Du müsstest warten, bis der Gegner angreift. Ja. Dann einen 20-20 generieren. Oh. Kevin hat ja noch ein wunderschönes Bild gelegt. Green Sand für 0? Kein Green Sand für 0? Doch, Green Sand für 0. Der hat das Deck noch hinten bei sich liegen. Achso, ja gut, das erklärt. Dann kommt jetzt wahrscheinlich die Dryad. Ja. Und dann wird der Go sagen, weil die Dryad ist halt auch noch ein Blocker. Er könnte auch für 1 hauen. Ja. Einfach nur, um den Marit Lage weiter zu threaten. Ja, nicht nur, dass er mit dem Dryad Arbor einen Blocker hat, er kann damit auch tatsächlich Block Bounce machen, weil es immer noch ein Forest ist. Ja, stimmt, ist ja ein Forest. Um seinen Knight zu enttappen. Oder er tappt einfach nur seinen Knight und blockt mit seinem Knight. Weil er immer noch mit seinem 4-4 ziemlich groß ist. Also sind einige, der ist sogar größer als 4-4, der ist 6-6. 1, 2, 4, 6, 8. 5, 6, 7. Ja, stimmt, die sind ja auch noch dabei gekommen. Genau, die sind jetzt auch dabei gekommen. Also ist der dann sogar 6-6. Also es ist sogar eine schöne Trap, die man hier upsetten kann. Und gucken kann, ob der Gegner da reinfällt. Das dürfte ein Feld des Looting da oben sein. Ist nicht so ideal, die Kameraposition gewesen. Aber man lernt nie aus. Wir versuchen uns stetig zu verbessern. Es ist auf jeden Fall schon mal wesentlich weniger Glare drin, seit wir die neue Position haben. Dort stimmt allerdings, man kann auch Foils erkennen. Ja, man kann auch Foils erkennen, das ist schon den gut. Sieht man den Marit Lage drucken so ein bisschen. Ja. Da ist ein Lava-Dart. Da war ein Luthing, Lava-Dart und... Das Luthing wurde ja gespielt. Monastery. Ja. Zwei Lava-Darts machen halt schon minus 2, minus 2. Ja, Lava-Dart. Auf die Dryad. Auf den Flieger. Ja, ist halt die Frage, wie viel man dem Marit Lage zufügen kann. Ja, das stimmt, den musst du ja auch berechnen. Ja, außer du gehst halt für den Kill. Aber von den Kreaturen hat keiner Trampel. Nee, also dementsprechend müsste er mit einem das durchschieben. Was das Deck durchaus kann, so ist es tatsächlich nicht. Okay, er lässt ihn. Hat der Dead End Gone im Mainboard? Ich glaube nicht. Würde mich wundern. Aber er hat ja genug Instant. Ich glaube, da hat es ja auch eine Instant. Ja. Vermute mal, dass er jetzt einfach alles auf den Marit Lage schießt, um eine Runde zu kaufen, um zu gucken, ob er in seinem Zug nicht irgendwie was nachziehen kann. Ich denke, das ist so eine der einzigen Positionen, die du hast. Ja, viel mehr macht jetzt gerade auch gar keinen Sinn. Ja. Er ist halt gerade mit dem Marit Lage, ist es halt auch. Es war halt ein langsamer Start vom Monored Pros. Das rächt sich jetzt halt sehr stark. Genau. Ich habe ja schon Monarch gegen Monarch Pros hier am Channel auch schon gespielt.
Und ich kann sagen, das Deck ist sehr, sehr schnell da drin. Einfach mal 20 Damage, Turn 3, Turn 4. Ja, ja, das ist ja zu wurschten. Wie ein Uerdelver mit Pros auf Testosteron. Ist ja, doch, genau. Genau. Also schon ziemlich kaputt, das Ganze. Hätte jetzt nicht gedacht, dass das jetzt noch so lang geht, dass eine Match. Ja, gut, jetzt wird wahrscheinlich einfach von Kevin ausgerechnet, warum gibt er nicht auf? Was mache ich? Hat er noch irgendwelche Tricks im Ärmel? Und davon gehe ich jetzt aktuell aus, dass er das macht. Man sieht ja auch, wie er am Rumbenutzen ist. Ja, und ja. Gucken, also Kevin ist hier ein bisschen irritiert, glaube ich. Hat der die Steppe drin? Nee, keine Steppe drin. Aber ich glaube, Kevin ist hier ein bisschen irritiert davon, dass einfach das nicht aufgegeben wird. Mhm, glaube ich auch. Und geht deshalb fest davon aus, dass der Maratlage nicht reicht und er muss deshalb weitermachen. Ja, so funktioniert das halt auch, ne? Never surrender. Ja, genau, aber er kann jetzt halt Fetchland, Fetch into Forest, Bounce Forest, End Top Night. Ja, das ist. Beatdown, also einen zweiten Beater kreieren tatsächlich für den Fall, dass der Merit-Lage einfach nicht reicht. Ja. Die Frage ist, inwieweit man das noch weiter spielt oder einfach nicht versucht reinzugehen und zu testen. Okay, es wird kein Fetchland genommen, es wird einfach direkt für eine Weißquelle. Interessant. Hat der noch ein Swords auf der Hand? Das wäre natürlich ziemlich gut. Zwei Mana. Zwei Grüne. Ein Mana, grün ist ein farbloses. Was hat er gespielt? Ich glaube den Us. Aber das ist völlig out of range. Ich hatte den auch beiden vorher gezeigt, wo sie maximal hingehen können, aber das vergisst man halt ganz, ganz schnell. Ja. Vor allem, wenn man die Decks so in die Hälfte des Bildschirms legt. Ja, jetzt kommt der Lava Dart. Ja. Dann wird das gebounced und gemacht. Ich glaube, das war hier ein Us, der einen Lava Dart fressen wollte. Wahrscheinlich, ja, der hat ja noch ein grünes Mana offen. Genau. Ja, und der Knight. Ja, der ist halt mittlerweile echt einfach riesig. Jo, ich klüft da, surrendert Julian 2, jetzt auch. 4, oder 6, 8, 9, 11. Oh. Also der Knight ist halt immer noch seine 7-7. Was ist das? Ich glaube, es ist ein Upgrade. Ja, ja. Upgrade, Lava Dart. Lava Dart. Noch ein Lava Dart. Ne, den einen Lava Dart hat er ja gerade schon gespielt. Ja, ja, jetzt ist der dritte. Ach, du redest von den Pros, ja. Ich rede von den Pros-Triggern, genau. Selbst wenn er mit beiden blockt und dann überlebt, schafft das, glaube ich, nicht in einer Runde noch 14 Damage hinzuschieben. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Aber die Überlegung muss man halt trotzdem machen, um zu schauen, inwieweit man da noch weiterspielen kann oder muss. Okay, der Knight hat keinen Trampel. Ne? Dann kannst du halt einfach mal den Soulscar-Match vorhalten und dann ist Jod. Ja, genau. Die Frage ist, wie viel Damage man halt im Backswing dann macht. Ja, das ist die andere Frage. Meine nächste Runde. Man fällt halt auf 1 runter und ja. Ja, plus glaub, der Soulscar-Match, wenn der geht, ist das halt das einzigste Out, den Maret-Lager wegzukriegen. Ja, aber wenn du 20 Damage auf den Maret-Lager schießt, schießt du lieber 20 Damage ins Gesicht. Ja, Game 1, sehr, sehr langsamer Start von Monorail Pros, dadurch Maverick eine Chance gelassen. Und ich glaube, wenn du Maverick halt in Midrange kommen lässt, ist halt. Dann ist ganz schnell ganz tot. Maverick ist ja eh der Midrange King. Ja. Vom Sideboarden her, was glaubst du? In welche Richtung gehen die beiden? Boah, ich würd halt darauf wetten, dass Julian sowas wie Dead and Gone mit reinnimmt, damit er nicht wieder gegen Marat Lage verliert. Mhm. Kevin. Defeating Silence. Ja, wenn er die im Sideboard spielt, ist auf jeden Fall eine Idee. Mhm. Ich weiß nicht, ob er sowas wie Cage oder so drin hat. Er spielt 2 von den Hunden Mainboard. Ja, dann. Aber Cage willst du halt eigentlich nicht resolven, weil der dich halt auch selber von deinem Green Sun Zenith abschneidet. Genau, stimmt. Wie der Gardok. Stimmt. Ansonsten das bei auch. Julian, ich weiß nicht, was die in einem Monorot sonst noch drin haben. Jetzt. Ah, das ist ein Start. Das ist ein Start, den man sehen will. Beat für einen, nächste Runde Beat für 20. Das ist schwierig, aber. Schwierig, aber könnte funktionieren. Ja, die neue Pet-Karte von Kevin mittlerweile. Ja. Nachdem er sich elendig lange gegen Once Upon a Time
gestreckt hat. Da ist er, Doggo. Genau. Nur was macht der noch? 3-3, Wachsamkeit, bedrohlich und Cage Effect. Ich habe Lifelink noch vergessen. Ach so. Ja, Lifelink mag da Monored Pros natürlich besonders gerne. Also der macht so ziemlich alles, was man haben will. Ja, jetzt wird wahrscheinlich der Hierarch sterben. Oh ja. Die Chancen stehen gut. 80% des Decks von Julian sagt einfach, stirb Hierarch. Turn 1 Mana Doktor. Man muss halt trotzdem überlegen, das Deck ist halt trotzdem nicht, obwohl es monorot ist, nicht stumpf, dämlich, ich hau dir einfach ins Gesicht, sondern man muss halt trotzdem schauen, dass man ähnlich wie bei Burn seinen Damage maximiert. Über sehr kurze Distanz. Das ist es eben. Sucht er jetzt nach einem Land oder hat er das Looting einfach... Ich vermute, dass er das Looting einfach mit dabei spielen konnte. Und das Deck hat ja kein Problem damit, einfach mal was wegzulegen. Ja. Weil wirklich, da sind nur Basics drin, ne? Das sind nur Basics drin, ja. Wunderschöne Basics, by the way. Ja, und mismatched. Okay. Ich mischte im Strahl. Oh, Gutshot für 2 Leben und der noch. Der ist lecker. Das sind 5 Damage. Jo. Zack, auf 14 runter. Das ist schön. Das ist schön, das ist genau das, was man sehen will. Der macht Spaß. Ja. Für 1 Swords. Nee, ist Safekeeper. Mhm. Interessante Wahl. Jo, oder halt die einzige Wahl, die er hatte, der doch. Ich gehe mal davon aus, die einzige Wahl. Ja, ansonsten, jetzt wahrscheinlich kommt da jetzt irgendein Damage Spell, Beat ins Gesicht. Einfach nur schwingt. Gucken, ob er blockt. Okay. Kevin Drake direkt Response runter auf 2. Keine Spells davor. Oh. Oder hat Kevin einfach vorgegriffen? Wahrscheinlich. Nee. Nö, es wird einfach nur Go gesagt. Okay, interessant. Interessant. Also ist die Hand wahrscheinlich sehr reaktiv. Mhm. Das ist ein Bayou. Da kommt dann der gute Dogo. Dog. Ja, den muss Kevin jetzt halt beschützen. Ne? Mm, genau, und den kann er jetzt halt auch beschützen. Das jetzt ist halt die Frage, ob er noch drauf reagieren will, dass er kommt. Das sieht nämlich danach aus. Oh, nee, er kommt und dann wird er direkt upgraded. Gibt man dem Hexproof. Ja, Hexproof. Dann ist halt jetzt auch eine schöne Taktik, ihm die Länder dafür wegzunehmen. Ne? Ja, aber der Hund ist halt eigentlich ziemlich stark. Mm. So, das erinnere ich mich dran. Jetzt wird ein festes Looting durchgeführt. Mhm, das stimmt. Ja, da war ja was. Mhm. Da war ja ein Judge Call. Ja, dementsprechend haben wir jetzt gleich den Judge Call. Ah. Den habe ich dann auch wunderschön betitelt. Aber ja, so, wird ich jetzt gleich sehen. Der wird auch jetzt festgestellt. Jo, ne? Jetzt haben wir ein Problem. Das ist ja das Schöne, wenn man einen Judge hat. Jo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Judge! Genau das. Ja, Judge Call wurde durchgeführt. Judge Call, es wurde gerewindet und gererandomt. Julian kann jetzt nichts spielen. Also die Frage ist, was ist dann seine Hand? Mm-hmm. Badlamps? Könnte ich mir vorstellen. Er hat auf jeden Fall 3 Spells im Friedhof nur. Das würde auf jeden Fall für die Badlamps sprechen. Ja, Once Upon a Time. Mhm. Plus der Duo, der halt echt dann jetzt zuhauen, das ist schon ziemlich gut. Das ist schlecht. Ja. Ja. Gerade das Lifelink. Das Lifelink ist halt richtig, richtig strong. Ja. Hat Burn ja generell irgendwie, oder Pros, oder generell alles mit Rot- und Schadenspells hat er ja was gegen. Oh, jetzt kommt da noch ein Edelmut. Ach. Ja. Obwohl ihr kommt. Liegt dann auch ins Feld. Mm, dafür bräuchte er, glaube ich, noch ein zusätzliches Land. Ich weiß nicht, ob er ein Land hat. Aber. Ja, das ist ein Wujukabok. Oh, Wujukabok, den Gegner. Also, wenn Julian jetzt tatsächlich Balance auf der Hand hat, dann sind die schimmeln die da jetzt ziemlich lange. Es sei denn, man findet jetzt so ein Faceless oder ähnliches, aber die schimmeln ziemlich lange.
Ja, selbst das Looting, das bringt ja auch nur maximal 3 Spells rein. Das ist halt auch nur so semi-geil. Mhm. Ja gut, das könnte halt die Battlemaps wegwerfen. Stimmt auch wieder, wenn er jetzt mehr als einen hat. Mhm. Ja, der Beat müsste halt jetzt kommen. Spielt ihr den neuen Ochsen? Ich weiß es nicht, aber es gibt Listen tatsächlich, die den Ochsen spielen. Weil du kannst den ja mit dem Looting richtig schön in den Friedhof knallen. Genau, aber ich glaube tatsächlich, dass der sich ganz hart mit dem Badlands beißt. Also ja, du spielst ja entweder oder. Ja. Meistens. Ja, stimmt, wenn er die Badlands spielt. Ja, er spielt auf jeden Fall Badlands, das weiß ich. Die haben wir eben schon gesehen. Ja, deshalb. Tatsächlich. Wird der Badlands da kommen? Kein Beat. Jo, wahrscheinlich zu viel Angst vor einem Von einem Instant-Kill. Ja. Schon wieder ein Go. Ja, ich gehe davon aus, der hat Badlands auf der Hand. Irgendwie gefühlt ja, 3 irgendwie Stück oder 4 Stück. Oder halt irgendwie die Opfer 2 Mountain Spells, die ja, er die jetzt Fireblast wasten würde. Ja. Ist halt schon bitter. Ja. Gerade wenn jetzt der Hund anfängt zu schwingen. Ja, dann kann man halt mal einen da drauf dreuen, ne? Ja. Kommt jetzt noch... Cradle. Cradle Knight. Das tut. Jetzt wäre so ein alles kriegt 2 Schadensspell ganz geil. Ja, die hast du ja tatsächlich auch da drin im Sideboard. Du kannst eine rote Karte dafür abfüllen. Cave-In, glaube ich. Ich weiß gar nicht, kann die nur. Ja, ich glaube, Cave-In heißt die. Wo du eine rote Karte abwerfen kannst. Die 2-Mana-Version. Ja, es ist, glaube ich, sogar eine 4-Mana-Version oder so. Bei Cave-In. Aber wie gesagt, durch das rote Handgun abwerfen ist halt wie ein Force. Mhm. Das läuft ganz gut. Ja, Draw Go ist halt nicht das, was man haben möchte. Nee, das Deck läuft gerade gar nicht. Mm-mm. Sehr, sehr schade, weil eigentlich ist das Deck ziemlich stabil. Ja, und der Start war eigentlich auch ganz gut. Ja. Oh, Beat oder Activate? Das ist ein Beat, sonst hätte er schon lange einen Knight runtergenommen. Mhm. Also ein Land weggenommen. Frage ist, wie viele Länder hat er im Friedhof und wie groß ist der Knight? 2 hat er safe drin. Ja, ich meine, es sind auch 2 oder 3, also noch nicht annähernd groß genug, um Liefel zu gehen, aber trotzdem schon. Ja, plus den Trigger vom Hierarch. Ja, da war noch ein Fetchland da oben versteckt. Oh. Das sind dann also so vermutlich 5-6 Damage. Am besten machst du das nächste Mal für die Leute oben so einen schwarzen Strich auf die Spielmatte. Ja, ja, das sehe ich auch schon. Fetten Edding. Ja. Ja, ich müsste einfach mal gucken, dass ich einheitliche Spielmatten dafür benutzen kann. Ja, jetzt hat er ein Soul Scar Mage. Ja. Jetzt hat er wieder ein Go. Ja. Uiuiui, das Gewitter von draußen. Kommt der Burn, den der Julian nicht hat. Ja. Ja, ist echt wenig. 13, 12, okay. Das heißt aber, wenn er 2, 4, 6 Länder noch hat am Feld und Julian jetzt wieder nicht blockt, macht er einfach 13 Damage. Ja. Ich glaube, die Frage kam auch. Das weiß ich nicht mehr. Das ist schon... Das kann nämlich sein, dass da nochmal ein Judge-Call war, ob das geht, weil er kann ihm ja einfach immer wieder Schutz geben. Genau, genau. Er kann Shroud, kannst du einfach stacken übereinander. Oder du gibst ihm einmal Shroud, um safe zu sein, und gibst danach dem Safekeeper 15 Millionen mal Shroud. Ja, dann steckst du einfach deine Länder weg und... Genau, genau, genau. Du setzt sie einfach alle auf den Stack und lässt sie dann von oben nach unten abarbeiten. Ab dem zweiten fizzelt das Ganze, weil der eben schon Hexproof hat. Ja, Shroud, genau. Shroud. Es gibt ja nicht Hexproof. Ja, Shroud ist ja wichtig. Ja, weil Hexproof würde man wahrscheinlich gar nicht fragen, wie oft man Hexproof geben kann. Ja, das erübrigt sich. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt leider. Ist natürlich jetzt die Frage. Man kann jetzt halt blocken, kann dann halt weiter versuchen, noch ein Damage zu sehen. Ja, hier geht es jetzt gerade um den. Ja, ich gehe mal davon aus, da wurde schon gesagt, dass das nicht geblockt wird. Mhm. Das wäre natürlich ziemlich bitter. Ja, da ist halt echt wenig gelaufen auf der Seite von Mono Red Pros in beiden Spielen. Das ist halt echt schade. Ja, ja. Sehr, sehr schade. Weil ich hätte das... Ja, hier wird auch schon gesackt. Ja,
Ich hätte das Deck tatsächlich echt favored gesehen. Ich auch tatsächlich. Weil der halt einfach jedes Mal den Mana Drop beantwortet. Da ist Maverick schon hinten dran. Und das sind Badlands auf der Hand. Oh ja. Oh, bitter. Gratis Bujuka Bock dann auch noch richtig bitter. Ja. Ja, und ja. Ein Bolter. Der macht halt auch nicht mehr viel. Der macht gar nichts. Ja, schade. Vielleicht kriegen wir Monomath Pros nochmal vors Gesicht oder man schaut sich das alte Video an. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.